Wir sind auf dem Weg zum Goldenen Brett in Wien. Einer Veranstaltung, wo, ja, sagen wir mal, etwas abstruse Vorstellungen gekürt werden, damit man sich mal drüber Gedanken machen kann, ob die so stimmen können. Oder ob sie vielleicht nicht stimmen können. Vor allen Dingen aber natürlich auch, ob sie, wie man sie prüfen kann. Also es geht jetzt nicht nur darum, blöd zu lachen, das kann jeder, das ist billig, sondern wir wollen auch gucken, wie man Dinge prüft. Das schauen wir uns gleich an. Ja, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir am Bahnhof in Wien und im Hintergrund ist die Ines, die eine schnelle Methode erfunden hat, wie man hier schnell langreisen kann. Ja, ja, so geht es natürlich auch. Boah, voll gegen die Scheibe. Durch. Sauber. Gute Leistung, gute Leistung. Jetzt muss ich hinterher und den Zug kriegen. Ah, voll gruselig. Jetzt stehen wir vom Stephansdom und da sind ja überall Totenköpfe. Was ist hier los? Oben ist auch einer. Oh mein Gott. Es ist ein gutes Zeichen, denn die Kraft des Jenseits hat ja auch sehr viel zu tun mit goldenen Brettern. Denn es gibt eine alte Regel, die besagt, bist du ein Schädel ohne Fleisch, erhältst du ein goldenes Brett sogleich. Guten Tag. Bartoschek, mein Name. Bartoschek. Ist das wichtig, saubere Schuhe zu tragen, wenn man Preisredner ist, Laudator? Ja, ich habe mir tatsächlich, auch wenn du es nicht glaubst, für heute diese Schuhe gekauft, weil ich habe sonst immer nur, wie kann man das sagen, ich habe sonst nur so Sneakers an. Ja. Meine Frau hat mir immer geraten, kauf für den Winter dir Schuhe mit mehr Ausschnitt, also mit höher. Das habe ich getan. Das ist schon höher jetzt. Das ist jetzt schon höher, mehr kann ich nicht. Du weißt aber, dass es auch zum Beispiel Cowboystiefel geben würde? Ja. Schöne Cowboystiefel? Ich habe einen, tatsächlich, jetzt wirst du es erfahren, einen Flach-Senk-Spreizfuß. Der führt dazu, ich habe auch Einlagen, aber wenn ich solche hohen Schuhe trage, dann schubbert mein Knöchel hier an der Seite und das ist nicht positiv. Ja, wie ihr seht, der Sebastian ist schon mächtig aufgeregt und er hat sogar eine Rede vorbereitet. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er sie auch schon gedruckt. Hast du sie drucken lassen? Kannst du sie verteilen als Sonderdruck? Ich habe sie gebunden. Wir haben 500 Exemplare dabei. Die ersten 200 kriegen sie zum Vorzugspreis von 300 Euro. Ist schon aber auf Büttenpapier und in Leinen. Ja, ja, ja. Das schon. Doch. Dann gehen wir jetzt rein. Komm. Ja, unglaublich. Kaum habe ich meine Batman-Medaille in Wien im Comicladen gekauft, steht neben mir schon Batman. Batwoman. Das ist der echte Batman in Form von Batwoman. Du bist Freidenker. Wir lernen, Batman ist Freidenker. Und du hast auch noch was anderes darunter. Ja, ich hab. Super geil. Läuft. Und das heißt auf Österreichisch ein Leiberl. Ein Leiberl. Ein Leiberl. Also, wie wird es richtig ausgesprochen? Ein bisschen Leiberl. 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 Super geil. Also läuft. Was erwartest du von der heutigen Veranstaltung? Dass hoffentlich Norbert Hofer gewinnt. Oder Strache. Das musst du vielleicht erklären, weil ich glaube, manche Leute wissen das nicht, die hier das Video sehen. Norbert Hofer ist ein ziemlich. Darf man nicht sagen. Also das bitte dann zensieren, das hört er nicht gern, wenn man das sagt. Ein politisch stark rechtsorientierter. Ein politisch spezieller Politiker, der Bundespräsident werden möchte. Genau. In und, Österreich. Und was ist daran so verrückt? Weil die Deutschen kennen sich ja nicht so aus mit Weltpolitik. Es gibt mittlerweile schon die dritte Wahlwiederholung. Die zweite Wahlwiederholung hat gar nicht stattgefunden. Jetzt kommt Wahlwiederholung Nummer 3. Gehst du noch wählen? Nein. Nee, jetzt nicht mehr. Ich finde auch den Gegenkandidaten von ihm auch nicht so überzeugend. Ich will, wann es kommt in Österreich, die Partei. Sehr gut. Wählt die Partei, die Partei. Also da stimmt alles. Batman, das coole T-Shirt und die Partei läuft. Die Partei. Vielen Dank, wir sind gespannt. Hier ist der nächste Mann mit einem sehr geilen T-Shirt. Was vermutest du, was das ist? Ein Glückswehrwolfi. Ist das ein Glückswehrwolfi? Ich will ein Glückswehrwolfi sein. Ja. Ein liebes Glückswehrwolfi. Bist du auch ein Liebesglückswehrwolfi? Ja. Ja. Hier sind die Liebesglückswehrwolfi und die sind schwer im Stress, weil gleich geht's los. Deswegen lassen wir die beiden mal arbeiten. Viel Spaß. Okay. Bis gleich. Hier kommen zwei weitere Menschen und ihr seid von Skeptics in the Pub. Also ja. ihr trinkt Gehirne, verstehe ich das richtig? Wir trinken Bier und diskutieren die heißen Eisen der Wissenschaft, Technik und Gesellschaft. Was ist ein heißes Eisen? Ah, heißes Eisen sind zum Beispiel Homöopathie, Gentechnik. Ja, Astrologie. Seid ihr auch gegen Gene in Tomaten und Gurken und so weiter? Ganz gegen Gene. Gene ganz gefährlich. Ich bin für genfreie Ernährung, also Luft und Liebe. Ja, Lichtnahrung. Lichtnahrung. Ja.
Das ist ja echt ein Irrsinnsandrang. Das ist ja Wahnsinn, ist ja immer so viel los. Ich war noch nie hier. Du warst noch nie hier, was erwartest du? Eine lustige Ansprache, vor allem von dir. Eine lustige Ansprache von mir. Ja. Wow, der absolute Wahnsinn. Hier ist echt was los, ne? Allerdings. Wart ihr schon mal hier? Wir haben es leider nicht geschafft, immer per Webstream. Ach so, aber dann wart ihr ja sozusagen mit dabei. Wir waren immer live dabei. Habt ihr schon eine Ahnung, wer das goldene Brett gewinnen könnte? Thüringer. Ja? Da seid ihr euch das hat er sich herzlichst verdient. Hat er sich herzlich verdient. Sehr, sehr schön. Hier steht das, ich habe das goldene Brett auch schon gesehen. Ich glaube, hier steht's. Das ist das goldene Brett vor dem Kopf und das ist das Logo der Veranstaltung. Hier stehen die Redner, sind noch im Gespräch vertieft. Nicht wahr? Was erwartest du heute Abend hier? Viel Spaß. Viel Spaß. Und auch viel Ernst oder auch ein bisschen, ne? Und was erwartest du? Beides, Spaß und Ernst. Wie war das nochmal? Wahrheit, Transparenz und Fairness. Nice. Das ist Österreich, liebe deutsche Zuschauer. Da könnt ihr noch was lernen. Seid ihr sicher, dass ihr genügend geschützt seid? Ja, doch schon. Wo, Entschuldigung, wofür genau wollt ihr euch schützen? Alles, also Chemtrails und zum Beispiel vor dieser Kamera. Chemtrails? Ja, kommen aus der Kamera auch Strahlen raus? Ja, genau. Von germanischer Medizin, ein ehemaliger Arzt, der mittlerweile... Das ist der Barto, der arbeitet für die Ruhrbarone und versucht sich zu konzentrieren. Ja, genau, das ist Marc Benecke, der hier auffilmt. Streamst du gerade? Ich streame über Periscope gerade. Ah ja, hallo liebe Periscoper. Hier, ich habe gerade gehört, NSA-gesteuerte Satelliten kreisen über Österreich und auch über Periscope und über Paris Hilton. Ich denke, besser kann ich es nicht machen, als der Marc es jetzt gemacht hat. Aber wie viel Geld haben wir? Willkommen. Schönen guten Abend. Ulrich Berger ist mein Name. Ich habe die Ehre, nicht nur Jurypräsident zu sein, sondern auch Präsident dieses kleinen, aber schnuffen Vereins, der das Goldene Brett ausrichtet, bereits zum 6. Mal. Und ich möchte mich gleich einmal zu Beginn herzlich bedanken bei dem Team um mich und Christina, die das Goldene Brett Jahr für Jahr wieder vorbereiten. Ein 55-jähriger Niederländer. Eine 43-jährige Niederländerin. Was passierte dann? Der verabreichende Heilpraktiker Klaus Ross wurde mit Berufsverbot belegt. Yes. Die Polizei warnte vor der Einnahme von 3BP. In der Form von Ross war das wahrscheinlich verunreinigbar und so weiter und so fort. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in bis zu 70 Todesfällen. Zwischenzeitlich in dem Gespräch, ob Leichen exhumiert werden sollten. Davon ist man nach aktuellem Kenntnisstand weg. Aber in 70 Todesfällen wird ermittelt. Die Ärzte sagen nach einem Ultraschall, beim Petzen das Werten, aber man das Gefühl, die Sonne sei vom Himmel gefallen. 1. Mai 2018. Bundeskanzler Thüringer führt Österreich bei Schluckimpfungen ein, die Impfschäden verhindern sollen. 20. Mai 2018. Eine Studie warnt vor den Schluckimpfungen gegen Impfschäden. Sie stehen unter Verdacht, Autismus auszulösen. 21. Mai 2018. Thüringer probiert selbst eine Schluckimpfung, um zu zeigen, dass sie komplett harmlos ist. 22. Mai 2018. Thüringer muss aus gesundheitlichen Gründen 3 Wochen in den Krankenstand. 17. Jänner 2019. Es kommt zu Neuwahlen, die von der größten Wahlpanne der österreichischen Geschichte begleitet werden. Da Thüringen eine Umstellung auf Bio-Wahlkarten durchgesetzt hat, lösen sich über 200.000 Kuverts nach der Zustellung im Kompost auf. März 2019. Bei der Wahl geht Thüringer mit seiner Partei Gilt komplett unter. Sogar seine eigene Stimme wird für ungültig erklärt, da er psychologischen Gutachten schwerer Autist ist.
Ihr sind unsere Aluhüte wieder. Wir sind die AfD. Aluhut für dich. Und was habt ihr gelernt? Jetzt ist ja vorbei, jetzt ist ja alles leer. Jetzt kann ich meine... Ja, was haben wir gelernt? Musst du mal reden. Ich habe schon für den Bayerischen Rundfunk das ganze Interview gemacht. Ich tue mir echt schwer. Habt ihr, eure Gedanken sind weg, ne? Ja. Ja, weil ihr die Aluhüte zwischendurch ausgezogen habt. Vermutlich. Ja, wir den Salat. Ja, jetzt, na toll, ey. Gedanken entzogen die Gedanken, worden. Die Gedanken sind weg. Was habt ihr gelernt? Was hast du gelernt? Ich weiß nichts mehr. Also die NASA, NSA hat alle meine Gedanken gestohlen. Ja, darf ich kurz fragen, ist das die Ehefrau mit dem Blut in den Augen? Das ist die Ehefrau mit dem Blut in den Augen, ja. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Sehr, sehr, sehr tapfer. Ja, ist mir auch eine Freude. Es macht immer wieder Spaß, Blut in den Augen zu haben. Es neigt sich dem Ende zu, aber du hast ein Problem. Das sind sogenannte Hypnose-Cupcakes. Das sind Hypnose-Cupcakes. Oh, was machen die mit dir? Wir blenden mal kurz. Oh Gott. Was machen diese Hypnose-Cupcakes mit dir? Oh mein Gott. Sie kann nicht mehr sprechen. Sie steht schon seit 2 Stunden da. Steht nicht. Weiß ich nicht. Wie fühlst du dich? Bist du geil, das schaut urgut aus. Fuck, welchen würdet ihr essen? Ich würde den essen, den du nicht isst, damit du den essen kannst, den du essen möchtest. Okay, ich will den rosanen. Du willst den rosanen? Ja. Sehr, sehr gut. Welchen möchtest du? Ich nehme den Rest. Was hast du gelernt heute Abend? Ich habe gelernt, dass man seiner Frau Blut ins Auge spritzen kann. Das lässt sich trotzdem nicht scheiden. Das hat sich eingeprägt, ne? Das hat sich eingeprägt. Schon, wessen Blut war das? Das ist irgendwie sehr schön. Das weiß ich gar nicht. Das war ein Schweine. Achso, ich dachte, das ist so ein bisschen Angelina Jolie. Ja, doch. So. Ja, doch. Nein, die normalerweise von den Studierenden. Aber ich glaube, in dem Fall wollten wir Hepatitis C und HIV-Tests nicht vorher durchführen. Und dann haben wir beim Metzger, ja. So. Die Verleihung des Goldenen Brettes ist vorbei und wir haben viel gehört über esoterische Medizinmethoden und Zauberstab. Und ich habe beim Bullshit-Bingo gewonnen. Die Flo hat beim Bullshit-Bingo gewonnen, weil sie als erste ganz viele Bullshit-Esoterik, ja nicht nur Esoterik, Bullshit-Begriffe einfach. Ja. Weißt du noch welche? Ja, das war Akasha, Homöopathie. Jetzt wird es langsam schwieriger. Und noch ein paar andere. Ja. Und jedenfalls wir, sowas in der Richtung wir sehen jetzt gerade, dass die ganze Welt in Wirklichkeit vor einer riesigen Leinwand steht. Wenn man hier nämlich den Stephansdom sich anguckt, sieht man, ich denke, mehr als deutlich, mit Fingern geht man da rein, hier den Schatten. Ja. Ja, und da hinten ist noch ein Schatten. Der zweite Schatten ist hier. Ja, Moment, wo mein Finger jetzt hingeht. Da ist noch ein Schatten. Also ich denke, man sieht sehr, sehr deutlich, dass hier was nicht stimmt. Also Schatten im Himmel. Also Schatten im Himmel, ich meine, kann nicht sein. Das heißt, möglicherweise haben wir da leider umsonst gelacht. Und in Wirklichkeit gibt es doch mehr Dinge, als wir uns das erträumen lassen. Auf jeden Fall leben das ist super gruselig. Wir leben unter einer gigantischen Kuppel. Und die ist auch ziemlich nah, denn der Stephansdom wirft darauf Schatten. Damit sagen wir... Gute Nacht und auf Wiedersehen, wenn es bald wieder das nächste Mal heißt. Es ist gruselig. Tschö.